Wie immer habe ich mir heute die Mühe gemacht, um zu gucken, ob ihr wirklich richtige Minecraft-Profis seid. Denn ich versuche immer Sachen zu finden, die für viele von euch ein absolutes Unding sind in Minecraft und die ihr überhaupt nicht wusstet. Deswegen habe ich mir heute einfach mal 58 Dinge in Minecraft rausgesucht, die ihr nicht kennt. Für einen 9. Teil einfach ein Abo da lassen, es ist für euch nur ein Klick und für mich eine große Unterstützung. Und vor allen Dingen schreibt mir in die Kommentare von diesen 58 Dingen, wie viele davon kanntet ihr? Ich kannte gerade mal 7 Stück. Ich bin mal gespannt, ob wir Leute dabei haben, die über 30 Sachen wussten. Würde mich hammer interessieren. Und vor allen Dingen lasst mir ein Like da, damit ich sehe, dass ich direkt eine weitere Episode rausbringen soll. Und jetzt viel Spaß! Wenn der Ozean etwas tiefer ist und ihr wollt unbedingt wissen, was darunter ist, ob ihr irgendwie verschiedene Ohre sehen wollt oder vielleicht sogar Schatztruhen, dann kann ich euch Folgendes empfehlen, einfach einen Rüstungsständer platzieren, dann nehmt ihr euch einfach mal Glas und könnt das dem Rüstungsständer in die Hand geben, deswegen geht es nur bei Bedrock. Und habt ihr dann den Nachtsichteffekt, seht ihr schon, was passiert. Und zwar haben wir dann einfach unbegrenzt die Sicht durch das Wasser hindurch, als wäre es gar nicht da. So können wir genau gucken, wo etwas vorhanden ist und wo eben nicht. Das heißt, wir können damit alles sehen, was sich unter Wasser befindet. Eigentlich schon ziemlich unfair, dass das Ganze in Java nicht geht, oder? Gerade wenn ihr irgendwas Gruseliges bauen wollt, dann habe ich hier eine richtig coole Variante, wie ihr Sachen dekorieren könnt. Und zwar nämlich mit einem Shulker kann man Folgendes machen. Eigentlich sollte alles, was sich darin befindet als Mob, unsichtbar werden wie bei anderen Spielern oder bei anderen Mobs ebenfalls. Wirft man hier allerdings einen Trank der Unsichtbarkeit drauf, dann wird das Ganze hier in Bedrock nicht funktionieren. In Java selber haben wir eigentlich allerdings trotzdem eine coolere Variante, denn dann ist nur noch dieser kleine Kopf, den ihr seht, wenn der Shulker sich öffnet, zu sehen. Das heißt, für die Java-Leute unter euch ist das definitiv eine Sache, die ihr probieren solltet. Jedoch könnt ihr im Gegenzug noch was anderes Cooles machen, und zwar könnt ihr nämlich eine Truhe richtig cool dekorieren, indem ihr einfach einen Kolben platziert und daneben einfach eine Truhe. Und wenn daneben sich ein Schalker befindet, können wir dann mit Hilfe von irgendeinem Redstone-Signal, wie zum Beispiel durch eine Redstone-Fackel, die Kiste direkt unter diese Schalkerbox führen. Und wir haben eine Kiste direkt unter dieser Schalkerbox, die wir tatsächlich sogar öffnen können. Das heißt, wenn ihr eure Truhe mal verstecken wollt und eure wichtigen Items da reinpacken wollt, dann macht das einfach mal so. Denn ich denke, wir haben hier erstmal ein richtig cooles Design auch und wir können das Ganze nutzen. Und natürlich, wenn wir uns im Survival befinden, wird der Shulker uns ja trotzdem angreifen. Das heißt, unsere Truhe wird direkt schon direkt beschützt. Eine richtig interessante Sache ist tatsächlich, dass wenn wir irgendwie ganz viele Zombies da haben und uns irgendwie schützen wollen, wir das Einzige, was wir machen müssen, einfach nur Azalea-Blütenbäume um unser Haus, um unsere Base oder um uns selber platzieren können. Denn dann werden die Zombies tatsächlich nicht darüber springen. Ich meine, wie komisch ist das denn? Setze ich mich jetzt ganz normal in den Survival-Modus, dann wird mich der Zombie verfolgen und tatsächlich nicht hier rüber springen. Ich meine, ich finde es ziemlich komisch, warum auch immer das so ist. Für die nächste Sache müssen wir einfach mal die Oberwelt verlassen und werden das Ganze einfach mal im Nether probieren. Da ist nämlich eine sehr interessante Sache. Gehen wir nämlich einmal in den Nether rein. Alles ist dort relativ unspektakulär, alles so, wie wir es kennen. Denn ich denke, ihr wisst ja bereits, dass wenn wir über Magma-Blöcke laufen, bekommen wir ja ganz normal gebrannten Schaden, also ein halbes Herz. Aber wenn wir nämlich wie uns Eisläuferschuhe machen, das heißt also ganz normal irgendwie Diamantschuhe und wir machen Eisläufer darauf und ziehen das Ganze dann an und versuchen dann hier rüber zu laufen, dann wird uns einfach nichts passieren. Also ich weiß nicht warum. Ich meine, normalerweise ist es ja so, dass wir mit Eisläufer ganz normal Wasser einfach nur zu Eis machen können, wenn wir drüber laufen. Aber auf einmal haben Magma-Blöcke keine Effizienz mehr zu uns und ich weiß nicht, warum das Ganze so ist. Ich meine, irgendwo ist ja schon sinnvoll, aber sehr interessant und das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich zeige euch jetzt, wie ihr ein unbesiegbares Haustier haben könnt. Und zwar wirklich unbesiegbar. Und zwar, wir nehmen uns jetzt einfach mal einen Glaskasten, werden das Ganze hier so einfach reinplatzieren und werden uns dann ein Azelotl nehmen. Ja, richtig, ihr wisst schon. Und werden diesen da reinplatzieren und vielleicht sogar ein paar mehr. Hier werden einfach mal ein paar rein spawnen. Hier, mir egal, was das für Farben sind. Hauptsache, es sind eine Menge drin. Und jetzt kommt es auf das perfekte Timing an. Denn wir brauchen nämlich Wither 2 Tränke. Das heißt also, das sind ja Tränke, die dich töten können. Und diese müssen wir einfach mal raufwerfen. Und zwar so, bis diese Azelotl anfängt zu sterben. Dann werden weiße Partikel kommen, werden wir gleich sehen. Und genau wenn das erfolgt, müssen wir mit den Heilungstränken draufwerfen. Jetzt gerade sieht es noch relativ gut aus. Jetzt habe ich ein bisschen was draufgeworfen. Es hat jetzt noch nicht ganz geklappt. Wir werden gleich sehen, wie das aussieht, wenn das klappt. Wir müssen es wirklich perfekt timen. Das ist ganz wichtig. Jetzt sterben die ersten. Jetzt können wir das Ganze mal reinwerfen. Timen wir das Ganze nämlich richtig, bekommen wir nun ein Azelotl, was tatsächlich nicht
zu töten ist. Das kann weder von uns getötet werden, noch vor allen anderen. Das ist tatsächlich in Java ein bisschen einfacher als in Bedrock, aber auch in Bedrock ist das Ganze möglich. Dann haben die so einen, ja, so einen geglitschten Effekt einfach, backen sich so ein bisschen durch die Gegend und sind anschließend eigentlich im Spiel selber tot. Allerdings können sie noch rumlaufen und wir können damit trotzdem machen, was wir wollen. Und sie sind nicht mehr zu töten, egal was man tut. Eigentlich schon ganz cool, oder? Wenn wir in das Void fallen, werden wir eigentlich jedes Mal aufs Neue sterben. Das ist ja auch der Sinn, und zwar, dass man da nicht mehr rauskommt. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie wir das Ganze überleben können. Die werde ich euch gleich mal zeigen. Ich werde mich jetzt erstmal hier runter durchbauen, bis irgendwann das Void kommt. Müsste jetzt eigentlich auch gleich der Fall sein. Da kommt das Void, okay? Ich habe jetzt ganz viele verzauberte Goldäpfel und werde jetzt einfach mal mich in den Survival-Modus setzen und anfangen, die ganze Zeit wie bescheuert diese Goldäpfel zu essen. Und wie ihr seht, werden wir einfach die ganze Zeit nicht sterben. Der Unterschied ist nun allerdings trotzdem da, denn wir werden im Minecraft Bedrock nicht weiter runterfallen als so. Das heißt also ungefähr 30 Blöcke unter der untersten Bedrock-Schicht. In Java jedoch fallen wir bis in die tausende Blöcke nach unten und haben keine Chance mehr nach oben zu kommen. Hier jedoch in Minecraft Bedrock hat man noch richtig gut die Chance. Das heißt, das Ganze bringt in Bedrock deutlich, deutlich mehr als in Java. Das heißt, wenn es sich lohnt, Goldäpfel zu benutzen, gerade wenn man ins Void fällt, dann ja wohl hier. In Minecraft Java sehen eure Überlebenschancen jedoch nicht ganz so gut aus. Minecraft Monster spawnen im Normalfall überall. Egal wo wir das Ganze machen, außer wir leuchten eine Sache aus. Jedoch nicht jedes Item, was irgendwie eine Lichtquelle bietet, wie ein Portal ebenfalls, heißt direkt, dass dort keine Monster spawnen können, obwohl das Ganze eigentlich hier ausgeleuchtet ist. Auch hier können Monster spawnen. Es gibt bloß eine Ausnahme. Und zwar nämlich diese Glühflechte, beziehungsweise Glow Legion. Denn diese geben ja auch eine Lichtquelle von sich, sorgen dafür allerdings, dass tatsächlich keine Monster mehr spawnen können. Das heißt, wenn ihr das Ganze einfach mal mitnehmen wollt und nicht alles voll irgendwie mit Fackeln stellen wollt und dann lieber so eure Base umleuchten wollt, weil die Lichtquelle auch nicht gerade gering ist, wie ihr sehen könnt, also die ist schon relativ hoch, ich würde sagen fast so hoch wie bei einer Fackel, dann ist das eine richtig coole Variante, vor allen Dingen, weil ihr die auch an der Wand platzieren könnt und auch an der Decke, was ja denn der Unterschied zu einer Fackel ist, ne? Das heißt, das ist eine richtig coole Variante und eine richtig gute Alternative zu den verschiedenen Fackeln. Mit dem neuen Hüllensystem in Minecraft, 1.19, glaube ich, war das. Oh, oder bin ich jetzt falsch? Ich glaube, 1.19, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls sind Dripstones mittlerweile schon sehr gefährlich geworden. Denn Tropfsteine, beziehungsweise Stalagmiten eigentlich, können uns locker easy töten. Je größer dieser Tropfstein ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er uns töten kann. Und es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass er auf uns runterfällt. All das ist schon so oft passiert. Und hat mich tatsächlich auch das ein oder andere Mal getötet. Gerade auch was Fallen angeht, ist das eine sehr gewagte Methode. Jedoch gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu umgehen. Und zwar nämlich mit einem Schild. Und das ist nämlich die interessante Sache. Denn Tropfsteine können ganz normal mit einem Rechtsklicken von einem Schild, also praktisch einfach, indem wir das Ganze einfach nach rechts packen und dann halten und dann Rechtsklick gedrückt halten, können wir das Ganze einfach blocken. Also ist wirklich sehr, sehr interessant und vor allen Dingen auch sehr, sehr praktisch, wie ich finde. Okay, jetzt wird's richtig interessant. Snow Golems sind ja eigentlich mit einer der langweiligsten Mobs überhaupt. Eigentlich eine ganz coole Sache, aber einfach viel zu irrelevant im Spiel. Muss man leider Gottes einfach so sagen, denn sie können ja an sich nicht viel, aber sie sind ganz okay. Aber sie sind ultra, ultra smart. Nehme ich mir jetzt einfach mal ganz viele verschiedene Baublöcke, wie zum Beispiel einfach mal Stein, und werde ein kleines Labyrinth bauen, so zum Beispiel, dann werden sie immer, wenn sie gehittet werden, einen Weg nach draußen finden. Ich hitte das Ding und es wird einfach in Ruhe anfangen, den perfekten Weg nach draußen zu finden. Und das Interessante ist ja eigentlich auch, ich weiß nicht, wie der Schneegolem genau mitkriegt, dass er hier gefangen ist. Das ist nämlich die Sache, die mich so interessiert. Ich meine, ist ja cool, dass er den Weg nach draußen findet. Aber ich frage mich, woher er weiß, dass das Ganze hier eine Gefangenschaft ist. Ich meine, das ist gar nicht so übel, oder? Villager können nicht sterben, wenn sie schlafen. Okay, das probiere ich jetzt mal aus. Ich werde versuchen, einen lebendig zu ertränken. Okay, wie mache ich das am besten? Ich werde einfach hier das Ganze so hochbauen. Mache ich hier was drüber einfach. Werde dann hier unten mitten im Wasser. Ich brauche einmal ein Bett. So, hier. Ich nehme einfach mal ein rotes. Werde das hier direkt darunter platzieren. So. Nimm mir mal einfach irgendeine Tür dazu, so. Tatsächlich muss ich das Ganze einfach in Minecraft Java machen, weil das in Bedrock nicht funktioniert. Also nochmal, Bett ganz normal. Okay, jetzt sehen wir auch, dass das Ganze waterlocked ist hier. Und wenn wir jetzt praktisch einfach uns eine Tür nehmen und die davor stellen, zack, so, jetzt kann ja jeder hier drin stehen, ganz normal. Das machen wir nämlich mit einem Villager ebenfalls.
Zack, hier ist der Villager und jetzt werde ich einfach nur das Ganze zur Nacht setzen. Nein, du sollst drin bleiben. Ganz normal, er versucht ja zu schlafen, dann kann er nicht ertrinken. Ich meine, selbst seine Stirn guckt raus und er kann einfach nicht ertrinken. Was ist das denn? Auch wenn das hier über weg ist. Ich meine, wenn alles andere weg ist, er kann ganz normal einfach pennen. Nur wenn er aufsteht, dann schwimmt er nach oben. Okay. Wir haben ja bereits gesehen, wenn wir versuchen, negative Mobs, also irgendwelche Monster halt zu heilen, dass wir denen damit Schaden machen. Ich meine, haben wir jetzt genügend von gesehen. Alles cool. Jedoch bei einem Wither-Skeletten, also es gibt keinen Mob, was noch böser ist als der Wither selber. Und ein Wither-Skelett ist ja die Form davon. Ein Wither-Skelett ist einfach 2-Hit mit einer Heil-Potion. Ich meine, mit 2 Hits machst du das ganz einfach down. Das hast du normalerweise mit einem Sharpness 5-Schwert gerade mal. Also ist schon ziemlich cool. Und das Geile ist, du kriegst ja auch den Loot raus. Ich meine, im Leben würde sich das nicht lohnen, Monster damit zu töten. Vielleicht nur im äußersten Notfall. Allerdings trotzdem ziemlich interessant zu wissen, oder? Swift Sneak ist eine Verzauberung, die ich selber nie ausprobiert habe. Und hat ja den Effekt ganz normal, dass wenn ich etwas anziehe, einfach deutlich schneller sneaken kann, wie man sehen kann. Ob sich das Ganze lohnt, muss natürlich jeder selber wissen. Ich meine, ich habe Swift Sneak 3, also das Krasseste, was man haben kann. Was aber jetzt interessant ist, ist tatsächlich, dass wir damit unfassbar schnell auf was anderes machen können. Schwimmen ist es nämlich nicht eigentlich, was ja voll interessant ist, denn wenn wir das Ganze allerdings mal auf dem Land versuchen, das heißt also, wir bauen hier einfach so eine kleine Linie und werden dann einfach nur eine Falltür nehmen und das Ganze so platzieren, dass wir uns da selber runterglitschen, dann sind wir auch deutlich schneller, wenn wir hier unten lang kriechen. Obwohl wir selber gar nicht schneller schwimmen können, obwohl das dieselbe Bewegung eigentlich ist. Ziemlich komisch. Eine weitere interessante Sache ist tatsächlich, wenn es um das Thema Wölfe geht. Wölfe, Hunde, wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt. Und zwar haben wir nämlich eine höhere Chance, diesen schneller zu sehen, wenn wir sneaken. Ihr habt gesehen, ich habe eben einmal geklickt, zweimal geklickt. Und wenn ich jetzt hier einfach rumlaufe, dann kann das manchmal schon ein bisschen länger dauern. Hier zum Beispiel hat es 5-mal gedauert. Sneaken wir jedoch, zack, ein Klick. Das Ganze macht schon einen kleinen Unterschied. Also falls ihr nur limitiert Knochen in der Hand habt und unbedingt euch irgendwie einen Wolf bzw. einen Hund mitnehmen wollt, dann vielleicht mal versuchen, das Ganze auf die Art und Weise zu machen. Der eine oder andere Knochen kann schon einen Unterschied machen. Außer ihr seid natürlich rich und habt viel zu viele Knochen. Dann kann es euch ja egal sein. Und ja, Leute, das waren meine 58 Dinge in Minecraft, die du nicht wusstest. Für einen 9. Teil einfach ein Abo da lassen, ist für euch nur ein Klick und für mich eine große Unterstützung. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie viel von diesen Dingen wusstet ihr bereits schon. Wie gesagt, bei mir waren es gerade mal 7. Und lasst mir ein Like da, damit ich sehe, dass ich direkt einen weiteren Teil aufnehmen soll. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag.